Dann willkommen zurück. Wenn ihr euch heutzutage ein elektronisches Gerät kauft, dann funktioniert das ja ganz oft nur mit irgendeiner Cloud-Anbindung, irgendeinem Backend-Service dahinter. Und dann kann es passieren, dass der irgendwann aufhört zu funktionieren und dann steht ihr da mit einem Haufen Elektroschrott. So ging es auch Farco und Bert hier mit ihrem GPS-Dingsy. Ich glaube, das ist der Fachbegriff. Und dann haben sie sich auf eine Mission begeben, das gute Ding wiederzubeleben. Und davon werden sie jetzt berichten. Viel Spaß. Danke. Ja, wie ihr vielleicht schon gehört habt im Vorgespräch, Bert ist ein bisschen angeschlagen. Das werde ich wohl die Hauptzeit reden. Die Vorgeschichte, also es ist nicht mein GPS-Dingsy, sondern irgendwie hatten die Leute so zwischen 2020 und 2022 viel zu Hause Zeit aufzuräumen. Und da kam eine Nachricht. Du sammelst auch diesen Elektroschrott, ne? Also, boah, geil, Retro-Rechner. Naja, gekommen ist das da. Genau, das sieht so aus. Im Originalkarton. Ich bin, glaube ich, der Einzige in Deutschland, der zwei von den Dingern besitzt. Genau, was ist das überhaupt? Das Ganze nennt sich Vilora GT01. Kam auf den Markt 2008. Ich habe leider meine Kamera zu Hause vergessen, sonst hätte ich sie demonstriert. Aber man steckt das oben in den Blitzschuh von der Spiegelreflex. Und wenn man ein Foto macht, wird das Gerät getriggert und es macht ein GPS zu dem Zeitpunkt. Und zu Hause macht man dann die Zuordnung von Foto zu GPS-Daten, inklusive Reverse-Geocoding und allem Möglichen am Rechner bequem, wie man das eigentlich so kennt. Die Innovation bei dem Gerät war, es hat sehr lange, der Akku war sehr, sehr, sehr ergiebig. Presse fand das super. Man sieht, es ist super schnell, es ist energieeffizient, es sind Emerging Digital Markets, Automagically. Die Leute fanden es großartig. Und der Originalbesitzer fand es, glaube ich, auch gut. Habe ich mir sagen lassen. Ja, was dann passiert? Die Firma uBlox, die auch heute noch vielfältige GPS-Receiver macht, hat Geotate gekauft. Wer ist Geotate? Das sollte ich vielleicht noch erwähnen. Geotate ist eine Ausgründung von NXP, die, beziehungsweise ich glaube original sogar schon Philips, die einfach das GPS-Geschäft von Philips beziehungsweise NXP übernommen haben. Und uBlox hat die dann halt gekauft, inklusive aller Patente, was wahrscheinlich der Hauptgrund war, sie zu kaufen. 2015 hat dann uBlox die sogenannten Yuma-Server abgeschaltet. Das waren die Server, die die Software befüttert hat mit den aufgenommenen Daten, um dann das Reverse-Geocoding zu machen. Genau. Was jetzt passiert, wenn man die Software startet, passiert genau nichts, weil die Software möchte als allererstes die Zeit mit dem Gerät synchronisieren. Und das kann sie nicht mehr, weil die Zeitsynchronisation hat sie übers Internet gemacht. Das heißt, die Software ist komplett blockiert, man kann nicht mehr auf das Gerät zugreifen. Ende. Es gibt sehr erboste Forenmeldungen aus der Zeit. Es gibt, die Herstellerfirmen waren scheinbar auch sehr überrascht davon. Es gibt noch ein Schwesterprodukt, das kommt von der Firma Yobo. Da gibt es eine Pressemitteilung, in der geschildert wird, dass sie auch ein bisschen überrascht waren und das jetzt auch nicht so prall finden, dass ihnen der Server unterm Hintern weggezogen ist, aber sie konnten auch nichts machen. So, aber Spaß am Gerät. Wir haben gedacht, wir gucken uns das mal an als Partnerprojekt. Symbolbild. Genau. Was passiert, wenn man das Gerät in den Rechner steckt? Dann sagt der Rechner, oh, Masterwatch Device. Und ich dachte so, ja. Einfach runterkopieren, fertig, cool. Nee, nach Masterwatch Gerät hört es auf, mehr passiert nicht mehr. Wenn man dann einen USB-Sniffer dazwischen hängt, sieht man sehr viel Retain. Write 10, also das Gerät redet tatsächlich SCSI.
Und was ich schon gesagt habe, die Software funktioniert halt überhaupt nicht, hängt auf der Zeitsynchronisation und dann passiert nichts mehr. Genau. Ersten Wiederbelebungsmaßnahmen waren sehr hardwarelastig. Das Gerät funktioniert überhaupt nicht mehr. Es lud auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber der Akku ist grün-gelblich-krustig. Das heißt, es muss erstmal einen neuen Akku rein. Das Gerät hat geladen. Yay. Und an dem Gerät ist so ein Button dran, mit dem man das manuell auslösen kann, das Aufnehmen an der GPS-Position. Und wenn man den gedrückt hat, kam LED knippert Huhn. Ach, deins rot. Ich hatte zu dem Zeitpunkt leider nur eine holländische Bedienungsanleitung. Aber besser als gar keine. Und die Bedienungsanleitung sagte, the clock von der Geotagger ist nicht ingestellt. Also, die Uhr ist nicht da. Wir sind also wieder am Anfang. Die Software versucht, die Uhr zu aktualisieren. Kann sie nicht, weil die Server nicht mehr da sind. Also kriegen wir keine Zeit auf das Gerät. Also funktioniert das Gerät nicht. Erstes Problem geschafft. Nächstes Problem, wie kriegen wir die Zeit auf dieses Ding? Ja, die erste Frage ist, Moment mal, das ist eigentlich ein GPS-Gerät. Ein GPS-Gerät sollte eigentlich selber wissen, wie spät es ist. Komisch. Gut. Netzwerksniffer sagt, nee, da ist ein, gib mir mal die Zeit-Request. Netzwerksniff ist super einfach, es ist 2008, die Software spricht HTTP, man kann ihr einen Proxy unterschieben, es ist alles egal, die nimmt alles, was man ihr vorwirft. Das heißt, wir konnten einen kleinen HTTP-Service schreiben, der ihm die Zeit untergejubelt hat, nach ein bisschen im Java-Code rumprokeln, wie das aussehen muss. Achso, die Software ist in Java geschrieben. Außer die spannenden Teile, die sind alle in Native-Code, was noch zu einem Problem wird. Genau. Ja, am Ende der Übung war zwar der 8.12.2050, aber das Gerät hat funktioniert und Aufnahmen gemacht. Genau. Der Webservice ist hinreichend trivial. Er erwartet nur einen String in einem Format. Vielleicht habe ich den Code nicht richtig verstanden, deswegen kam da 2050, keine Ahnung. Aber es war eine Zeit auf dem Gerät. Gut. Allerdings ist das sehr lästig, immer so einen Webservice zu haben, den Proxy einzustellen. Diese Java-Software ist auch nicht schön, deswegen haben wir keine Screenshots davon. Deswegen Phase 2, wie redet man eigentlich mit diesem Ding? Das Gerät macht tatsächlich SCSI. Und zwar als Kommunikationsprotokoll. Und zwar tut es das, indem es LBAs mit also definierte LBAs für definierte Kommandos verwendet. Zum Beispiel ist LBA2 die Systemzeit. Und nach ein bisschen Prokeln im C-Code, na, dankenswerterweise hatte sich dann noch die macOS-Version gefunden, weil die Windows-DLLs waren unglaublich schlecht in Ghidra zu entziffern. Ich glaube, in dem macOS-Zeug waren noch Debug-Symbole drin, weil das, die Namen und so, die waren so gut. Ich glaube, das waren Debug-Versionen oder zumindest mit Symbolen. Das war sehr schön. Systemzeit war einfach. Wir können Zeit an System, Zeit an das Gerät schicken. Mit einem dreizeiligen Python-Skript. Und das Gerät hat die korrekte Zeit. So, genau. Als Beispiel der Block, wie so eine Kommunikation aussieht. Man hat immer diese 512 Byte. Die Daten stehen meistens am Anfang, manchmal kreuz und quer mittendrin. Logik gibt es da keine. Für die Zeit mehr oder weniger Standard, außer dass aus unerfindlichen Gründen das Jahr ab 2000 gezählt wird. Der Monat minus 1, warum auch immer, weil es wird draufgerechnet und runtergerechnet, je nachdem, wo die Zeit hin und her geschoben wird. Dass die eine API möchte es 0 basiert, die andere möchte es 1 basiert. Ich, keine Ahnung. Es ist, an diesem Code ist sehr viel, und das ist nicht nur Jira geschuldet, es ist sehr viel fragwürdig, was in diesem Code passiert. Ich glaube, ich habe sogar einen Bug gefunden.
Genau, und alles wird unterschrieben. Ich möchte es nicht Signatur nennen, weil es hat mit Krypto nichts zu tun. Es ist wirklich ein Shared Secret, also das ist eine UUID, die das Programm und das Gerät kennen. Und wie so ein Friedrich Wilhelm unter einem Vertrag setzt das Gerät jedes Mal diese Unterschrift ans Ende des Pakets oder die Software, wenn sie schreibt. Damit identifizieren sich die beiden Parteien irgendwie. Aber gut. So. Und nach ein bisschen Prokeln haben wir quasi alles gefunden, wie man mit diesem Gerät reden kann. Null ist ein 0815 Bootsektor. Langweilig. Ich glaube, das ist der Standard-Boss DOS-MBA, der einfach sucht, ob Partitionstabelle da ist, dann das Betriebssystem ankickt. Bla, es ist halt keine Partitionstabelle da und kein OS-Loader. Deswegen sieht man auch nichts, wenn man das Gerät einsteckt, weil es ist einfach eine kaputte Festplatte. Auf 1 sind alle möglichen Informationen über das Gerät. Seriennummer, Software-Revision, hab schon wieder vergessen was. Das sind sehr viele Informationen, von denen man auch irgendwie 3/4 nicht braucht. Da sind Jump-Tabellen drin, wo dann die gespeicherten Daten liegen und Informationen über die gespeicherten Daten und Informationen über die Informationen der gespeicherten Daten. Also es ist so ein 3-Schritte-Prozess, den man hinterher machen muss, um die Daten vom Gerät wirklich vom Gerät zu bekommen. Und diese Jump-Einstiegspunkte sind auch alle in diesem Informationsteil. 2 ist die Uhr, auf 3 ist der Batterielevel, das ist sehr simpel. 0 ist, ich lade, 100 ist, ich bin voll. Auf 4 kann man das Gerät, könnte man das Gerät konfigurieren, wenn es das erlauben würde. Es erlaubt aber keine Konfiguration. Es hat irgendwie 5 Optionen, aber keine davon kann man setzen. Also genau, das steht nämlich auch in den Informationen, welche Fähigkeiten das Gerät hat, und es hat keine Fähigkeiten. Also man könnte Capture-Modus umstellen, Delays, No-Motion-Sensing, es geht alles nicht. Weil ich gar nicht weiß, ob es wirklich nicht geht, das könnten wir nochmal ausprobieren, ob es nur behauptet ist, könnte es nicht, oder ob es wirklich nicht kann. Vielleicht auch nochmal spannend. So, auf 7 sind dann die Offsets zu den Einsprungpunkten für die Informationen über die Informationen. Und von da an muss man sich dann ganz kompliziert durchhangeln mit sehr weirden Berechnungen von anderen Offsets und vor und zurück. Ich verstehe diesen Code nicht. Ich glaube, Teile davon sind der Optimierung geschuldet und Teile davon sind einfach schlecht. Zum Beispiel sortiert er das alles künstlich in Tracks, nur um es hinterher nicht zu benutzen. Das macht den ganzen Code sehr unübersichtlich. 8 ist so ein Statusregister. Wenn man Sachen setzt, wartet man darauf, dass das erste Byte von 8 0 wird. 9 ist, ich habe nicht die leiseste Ahnung, das benutzt die Software einfach nicht. 10 auch nicht. 11, da steht nochmal eine andere ID drin. Das Gerät hat irgendwie 3 IDs. Und mit 12 kann man löschen. Dazu benutzt man dann 5. Also man benutzt 5 und 12, um Dinge zu löschen. Habe ich nicht probiert, weil ich bin froh, dass da Daten drauf sind. Genau. Und das ist eigentlich alles. Ja, was passiert denn danach? Also was man aus der Software rauslesen kann, ist die Informationen über die Binärdaten, das sind 256 Bytes. Die schickt die Software erstmal raus an diese Yuma-Server, die von uBlocks betrieben wurden. Und danach weiß ich leider nicht, was mit den Daten passiert, weil weil ich nicht weiß, was die Server antworten würden. Und es ist zwar eine SOAP-API, aber die SOAP-API ist in den Native Libraries implementiert. Und das war kein Spaß. Deswegen. Und wir haben dann beschlossen, es ist vielleicht nicht so sinnvoll, den Webservice nachzubauen, weil die Software ist auch ultra hässlich und die möchte man unter Linux auch nicht benutzen, da funktioniert sie eh nicht. Ich habe zwar
wir haben ein bisschen getreten. Und es gibt jetzt Java Native Interface Dubs, die man kompilieren kann, damit die Software dann unter Linux startet, aber es passiert dann halt nichts damit. Die eigentlichen Daten, die das Gerät nimmt, das sind 128 Kilobyte pro Fix. Keine Ahnung. Das ist Rauschen. Aber wenn man da reinguckt, irgendwas zählt da. Was da zählt, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es einfach der Counter für die einzelnen Snapshots. So, hier sollte eigentlich eine große Sektion über wie funktioniert eigentlich normales GPS kommen, aber wir haben uns das angeguckt, beide nicht so richtig verstanden. auf Media CCC geguckt und da gab es zumindest von der letzten MakeContainHackers einen Vortrag, der sah ganz spannend aus, den könnte man sich angucken, wenn man wissen will, wie es normalerweise funktioniert. Mein Verständnis ist, man muss mindestens 30 Sekunden warten, um einmal den kompletten Datensatz von GPS zu kriegen und dann sollte das Gerät immer an sein, um möglichst gut tracken zu können, wie der Benutzer sich gerade bewegt. Das ist aber geraten, mehr oder weniger. Wenn man so ein bisschen sucht im Internet, findet man so ein paar Dinge, die mehr sind als Pressemitteilungen, also Mitteilungen der Presse, sondern das sind Verkaufsbroschüren für das Gerät, für das Konzept. Weil das Ganze hat Geotet als OEM angeboten. Es gab, wie gesagt, die drei Produkte, den Bilora, den Yobo, das ist quasi das identische Gerät. Benutzt die gleiche Software, die Bedienungsanleitung ist quasi identisch, nur die LEDs, glaube ich, bei dem einen an der Seite und bei dem anderen hinten. Das dritte Gerät ist eine Kamera von General Electric, die GE1050 ohne TW. Die mit TW kann man nämlich noch kaufen, die ohne nicht, sonst hätte ich eine. Irgendein koreanischer OEM-Kamerahersteller hat groß angekündigt, Kameras damit auf den Markt zu bringen, hat es aber nie gemacht. So. Und in einer dieser Werbebroschüren stand dann, dass das Gerät die rohen GPS-Signale für 200 Millisekunden aufnimmt und wegspeichert. Gut. Wenn das rohe GPS-Daten sind, es gibt ja Software zum Dekodieren von rohen GPS-Daten, aber die wollte die Daten nicht haben. Da hatte keine Chance. Die Vermutung, die wir dann hatten, ist, ja, nachdem er das diese 256 Byte an den Webserver geschickt hat, wird er halt nicht nur, wird wahrscheinlich nur zur Identifizierung dienen und dann sagen, ja, okay, gib mir deine anderen Daten und der Server liefert das komplette Paket zurück mit, das ist der Fix, das ist das Reverse Geocoding, so quasi Sackgasse. Nun gut, aber es gibt ein Tool, das kann das Gerät auslesen, die Informationen darstellen, gucken, ob es lädt oder nicht lädt. Man kann sich die Captures angucken, da sieht man auch diese wundervollen Captures von 2050 und unten dann mit der korrekten Zeit. Es hat noch zwei oder drei Bugs, aber man bekommt die Daten runter. Man kann übrigens bis zu 3 GB Daten von dem Gerät ziehen. Das Gerät antwortet auf alle Anfragen immer mit Daten. Ob es sie hat oder nicht, ist ihm egal. Ich dachte, er bricht ab, deswegen habe ich jetzt 3,5 GB Nullen auf meinem Rechner. Naja. So. Was ist das Gerät eigentlich? Das ist eine kleine Platine. Es ist relativ einfach. Wir fangen mal eins an. Eins ist ein Silicon Labs C8051F342. Also ein 8051 Mikrocontroller. Wir haben eine LED, die kann rot und grün. Unten ist USB.
Dann haben wir auf der einen Seite den Taster für die manuelle Aufnahme, auf der anderen Seite den Taster, also unter 6, damit kann man das Gerät zurücksetzen. Unter 5 ist das GPS-Modul, 7 sind die von mir leicht verhunzten Anschlüsse für Batterie und Blitzschuh. Es hat sich sehr gewehrt, da war ein fettes RF-Shield drum, das wollte nicht ohne Wehr runter. 8 sind 256 MB Flash. Und unter 9. gibt es das C2 Debug Interface für den C8051. Rückseite ist leer, da ist nur die GPS-Antenne, da habe ich jetzt kein Foto von. Aber da ist einfach nur die Antenne, die sieht man da auch. Also der Anschluss kommt dann durch und geht auf kürzestem Weg in das Modul rein. Das ist dann das nächste. Genau. Es gab ein paar Opfer auf dem Weg für dieses Projekt. Das erste war PyScSI. PyScSI kann unter Linux nicht schreiben. Da ist gerade der Pull-Request im Review. Aber man bekommt diese lustige Fehlermeldung. Genau. Und das zweite Opfer. Und das ist sehr reproduzierbar. Und ich habe noch keine Ahnung, warum. Aber wenn man auf das Gerät zugreift und es dann aus dem Rechner zieht, passiert das da. Reproduzierbar. Jedes Mal. More. Wie heißt das? More science is needed. Also das ist so, wenn der Rest abgeschlossen ist, vielleicht mal reingucken, warum da Null Pointer Exception ist. So, Zusammenfassung. Wir können mit dem Gerät reden und die Daten runterholen. Boah. Und müssen nochmal gucken. Und wenn wir den Vortrag nicht gemacht hätten, wäre das jetzt das Ende. Aber in der Vorbereitung von dem Vortrag haben wir nochmal versucht, die ganzen Artikel und Werbebroschüren so im Laufe der Zeit, wo man mal gesucht hat und geklickt hat, das alles zusammenzusammeln. Warum stehst du nicht gerade? Cool. Zusammenzusammeln für den Vortrag, um die Daten nochmal vorzuhaben. Und da taucht auf einem dieser, ihr kennt diese Seiten, ne? Ihr sucht irgendein Dokument und dann kommt dieses wundervolle Fenster mit, Anleitung für Dings und hier klicken und in diesem Browser lesen, man bekommt es nicht groß, man muss 500 Mal klicken, man muss seine E-Mail-Adresse eingeben, um es runterzuladen. Da tauchte ein Geotate White Paper auf, das geschrieben wurde für eine Konferenz, auch um 2008 rum, wo sehr detailliert beschrieben wird, was das Gerät eigentlich macht. Unter anderem wurde beschrieben, was das für ein GPS-Chip ist. Das ist nämlich der Racon GRM 6510. Dafür tauchte dann ein Preliminary-Datenblatt auf einem, wie soll ich das nennen? Ich sag mal, der Server, auf dem es war, hatte keine DNS-Auflösung. Da tauchte so auf der 7. Google-Seite unten eine IP-Adresse auf. Da fand sich dann ein Datenblatt dafür. Gespeichert werden die digitalisierten IF-Daten. So, was der Chip macht, er nimmt das GPS-Signal, das sind diese, also der kann nur, hatten wir das nochmal irgendwo? Haben wir das verloren? Ich glaube, wir haben es verloren. Wir haben die Folie verloren. Cool. Okay, also der Chip kann nur das Oldschool L1CA GPS-Signal bei 1,5 GHz. Das downconvertet er und digitalisiert er und schreibt die Daten mit dieser Intermediate Frequency auf den Flash. Problem, welche? Und was für ein Format überhaupt? So, jetzt dank Datenblatt wissen wir, es sind eins von drei Formaten, die der Chip anbietet. Wir wissen, dass die IF ungefähr bei 4 MHz sein muss. Es gibt einen komischen Modus, da macht er nur 1 MHz, aber es ist wahrscheinlicher, dass es 4 sind. Und die spannendste Information ist, die Software dekodiert wirklich die GPS-Daten und nicht der Server. Der Server liefert allein nur die Ephemeriden-Daten. Das ist also quasi ein großes AGPS, wo man vom Server die Satellitenposition zu diesem Zeitpunkt bekommt und dann mithilfe dieses Snapshots ausrechnen kann, wo man sich gerade befunden hat.
Und da die Software das tut, gibt es da irgendwo eine Library, die das tut. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, was ich vergessen habe. Ja. Großartig. Ja, ich weiß, die Folie haben wir verloren. Der große Spaß am Collab. Gut, egal. Genau. Der Punkt ist, wir haben Zugriff auf den Dekodierungsalgorithmus. Also, wir müssen nur noch den Code zum Dekodieren entziffern. Hey. Vorbereitung, also die Hoffnung war, dass wir es noch hinkriegen vor dem Vortrag. Es hat nicht so ganz funktioniert, weil dieser Code ist aus der Abteilung. Also da wurde sehr viel Mühe reingesteckt, dass man das vielleicht doch nicht so leicht rausfindet, was sie da tun, weil da gibt es DLLs, die nachgeladen werden, wo dann Symbole umgesetzt werden, was aber abhängig von irgendeiner Konfiguration, also es ist sehr verwirrend. Es sind aber schon ein paar mehr Informationen über diesen Binärheader rausgefallen, wobei man aber eigentlich nur sagen kann, dass da die Information, die man sowieso schon aus dem Gerät steht, einfach nochmal drin steht. Also man hat die Informationsduplizierung und Triplizierung in dieser Software. Oder nur noch die Firmware aus dem Microcontroller dumpen, um zu gucken, auf was er denn diesen Chip da konfiguriert. Ich hoffe, dass C2 nicht encrypted ist und dass man mit diesem Debugging-Tool einfach die Daten vom Chip runterziehen kann. Wenn nicht, finde ich bestimmt in dem Umfeld hier jemanden, der mir das da rausglitscht. Ja, genau. Nach dem Vortrag ist der ganze Kram bis auf die Software, da habe ich vergessen, was zu committen. Wird auf meinem GitHub sichtbar sein, auf unseren GitHubs. Genau. Mit der Dokumentation für die ganzen LBAs. Bisschen was über die Hardware. Bei den Datasheets bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich die reintun möchte, weil die Quelle war spannend. genau, und wenn jemand, genau, es sind Dumps da drin von den Dateien, die Software runtergeladen hat und den Rohdaten vom Gerät, also die jeweils so 512 Byte Blöcke für quasi jeden Command LBA, den es hat. Was noch? Die JNI-Stubs sind da, wenn man möchte. Die Software kriegt man immer noch problemlos bei Yobo oder Bilora. Kann man sich einfach runterladen. Jo. Bitte? Ah ja, genau. Es gibt noch Bilder von der Hardware. Mehr als das eine. Das eine gibt es auch mit Beschreibung und es gibt Bilder von der Hardware. Noch irgendwas vergessen? Nein. Es ist alles da online. Quasi bis auf die Datasheets, da muss ich nochmal in mich gehen, ob ich das da wirklich hochladen will oder nicht. Und zum Abschluss wollten wir noch einen Werbeblock einschieben. Es gibt uns zwei auch ohne Bild auf unserem wundervollen Podcast Link 3. Und wenn ihr im September, nee, Ende August ist es, Ende August noch nichts vorhabt, gibt es eine Anveranstaltung? Eine Anveranstaltung in Österreich. Das österreichische Hackercamp in Hackmers Castle. Nein, ich bitte dann, gut, Hockmars Castle. Wenn ihr da noch nichts vorhabt, könnt ihr da gerne auch dran teilnehmen. Genau. Gut. Ja. Ein bisschen schnell. Nein, wir. Gut, vielen Dank euch. Ja. Und dann haben wir viel Zeit für Fragen. Ja. Ich komme mal in die Ecke da hoch, da sehe ich schon zwei. Habt ihr eine Idee, warum die sich überhaupt diesen Aufwand gemacht haben, das so abstrus kompliziert zu konstruieren? Also mit so einem Cloud-Service dahinter und
so weiter. Ich meine, es gab zu gleicher Zeit doch von Holux und Royal Tech und so, so Dinger, die mit einem einfachen GPS-Stick einfach die fertigen NEMA-Tracks ins Flash gelegt haben und dann konnte man die einfach sicher herunterladen. Keine Ahnung. Also das war das Mehrwert, dass man da noch über irgendein Premium-Abo irgendwie was mehr gekriegt hat oder so? Nee, das war Basisservice. Also das Hauptargument war, es braucht sehr wenig Strom und das geht sehr schnell. Also du hast diese 200 Millisekunden. Das ist das, was das Marketing verspricht. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also wie gesagt, der Originalbesitzer war eigentlich ganz glücklich mit dem Gerät. Ich denke, das ist genau der Punkt, weshalb das Ding so wenig Strom braucht. Wenn der 40 Sekunden oder 50 Sekunden lang hier für Marien liest, braucht er wahrscheinlich super viel Strom und dann ist wahrscheinlich dieser eine Cloud-Zugriff eben sehr viel batteriesparender. Ja, die Cloud machst du ja zu Hause, also brauchst du nicht mal, das ist ja dein Heimstrom quasi, das ja, funktioniert. Ich meine, ja. Gut, einmal für den Stream. Also die Anmerkung war, dass das wahrscheinlich der Grund ist, warum das Gerät so wenig Strom braucht. Und wir machen weiter mit der nächsten Frage. Ich hätte drei Fragen für dich. Ich fange mit der ersten Frage an. Du kannst dir die Zeit setzen auf dem Ding. Kannst du damit dann die Funktionalität mit den Fotos machen, dass du die GPS-Koordinaten aufteilen, wenn die Zeit gesetzt ist? Das ist die erste Frage. Oder brauchst du noch mehr dafür? Langsamer bitte. Also wenn du die Zeit gesetzt hast über das Protokoll zu dem Empfänger, kann er dann quasi die Koordinaten dann machen mit Fotos machen oder braucht er noch mehr dafür? Dass er die dann aufzeichnet, die Koordinaten mit Fotos machen. Weil du hast gemeint, dass die Zeit war nicht eingestellt oder hat er nicht gepasst. Und das hat dann nicht funktioniert zum Aufzeichnen. Genau, also sobald du die Zeit gesetzt hast, kannst du die Aufnahmen machen, ja. Okay, dann funktioniert das initiale Feature, aber das heißt, dir fehlt dann noch diese Ephemeral Data, um genau, die korrekten Koordinaten zu haben. Richtig. Das heißt, das Gerät selber wird funktionieren, aber man müsste auch die Software-Komponente fixen, damit die Koordinaten passen. Okay, richtig. Das heißt, das ist quasi die nächste Challenge. Das ist die nächste Challenge, ja. Die zweite Frage war, hast du ChatGPT probiert zum Code schreiben? Ich habe tatsächlich den Boot-Sektor in ChatGPT geworfen und ihn gefragt, was ist denn das? Und er hat es mir korrekt beantwortet. Das war sehr beeindruckend. Nice. Und meine dritte Frage ist, wäre es vielleicht eine Überlegung, den Konzern zu fragen, der Firma aufgekauft hat, ob der vielleicht den Source Code irgendwo rumliegen hat und den vielleicht veröffentlichen würde für den Server? Das wäre zu einfach. Ja, aber das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Meine Fragen kosten nichts. Mehr als ein Nein wird dir nicht rauskommen. Ja. Das waren meine drei Fragen. Tatsächlich der letzte Punkt war der Fokus auf rausfinden, was es tut, aber nicht nachfragen, ob man mal. Ich glaube, gab es 2008 schon S3-Bug, ich bin mir nicht sicher. Okay, haben wir weitere Fragen? Also die offensichtliche Frage auf das Warum ist natürlich, weil es Spaß macht. Dann hätte ich noch eine. Ihr habt ja erwähnt, es gab verschiedene Hersteller, die so Produkte darauf basierend angeboten haben. Und es gab auch einige, die vielleicht überrascht waren, dass ihr Produkt nicht mehr funktioniert hat. Verkauft wird aber nichts mehr davon, oder? Also, kommerziell nicht mehr. Ich habe ja versucht, weil ich wusste, wir müssen das auseinanderreißen, ein Gerät, ein zweites zu bekommen. Das war ein größerer Kampf. Ich habe dann irgendwann auf Kleinanzeigen eins entdeckt für 20 Euro. Das ist das schöne Originalverpackte mit allem drum und dran. Die Geräte, die es auf eBay gibt, kommen meistens aus den USA und die Leute versuchen, die für einen Originalpreis zu verkaufen. Und lassen auch nicht mit sich handeln. Also die gehen da für 90 Dollar Sofortkauf. Wir haben verschiedene, teilweise dreiste Angebote gemacht von einem Dollar. Aber auch auf realistische Angebote sind die Leute nicht eingegangen. Also die gehen fest davon aus, dass sie noch einen Doofen finden, der das Ding für 90 Dollar kauft. In Deutschland oder Europa sind die so gut wie nicht mehr zu bekommen. Und es gibt aber auch von keinem dieser Hersteller, Anbieter, Wiederverkäufer, wie auch immer, irgendeinen Ansatz, mit einer anderen Software das Ding zu betreiben oder so? Nein. Ich denke, dass da auch ein großer Teil der IP drin steckt, den sie da mitgekauft haben. Dieses AGPS
auf deinem Rechner zurückrechnen. Sonst wäre es, glaube ich, auch nicht so verklausuliert in der Software hinten drin. Das hätte man die ganze Software in Java schreiben können. Das hätte wahrscheinlich auch für die Entwickler einiges leichter gemacht, weil SOAP in C über JNI einbinden ist ein komischer Weg, SOAP in Java zu machen, ehrlich gesagt. Okay, ist noch jemand eine Frage gekommen? Das sehe ich nichts. Dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank euch, nochmal einen Applaus für euch.